Ich habe bei einer Umfrage Worte einflößt, einschöpft. Die Umfrage heißt vom Tausendschön Verlag in der deutschen Sprachwelt: Urenkel und Erben der Deutschen, der Dichter und Denker. Ich lese mal den Artikel ein. Urenkel und Erben der Dichter und Denker. Die Herzenswünsche der Deutschen heute. Umfrage des Tausendschön Verlages in Zusammenarbeit mit der deutschen Sprachwelt. Es war einmal Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Die Träger jener fruchtbaren Schaffenszeiten waren unsere Vorfahren. Und was schaffen wir heute? Was lebt noch in uns fort? Was wird noch von uns gelebt, von dem, was den Großen von damals als Ideal galt? Was lebt noch in uns fort? Was wird von uns? Was wird von uns gelebt, von dem, was den Großen von damals als Ideal galt? Leben sie weiter in uns? Oder scheint der Strang gerissen wie bei längst vergangenen Hochkulturen? Etwas Licht in diese Frage zu bringen, darum bemüht sich dieser kleine Fragebogen. Wollen Sie sich ein wenig Zeit nehmen, ihn zu beantworten? So greifen Sie doch bitte zur Feder und lassen Ihren Gedanken freien Lauf. Wir sind gespannt auf die Worte, die Sie uns und sich selber schenken. Ich habe solche Worte schenkt. Erste Frage. Welche Gedanken und Gefühle überkamen mich beim erstmaligen Lesen des Titels? Es ist einmal ein Mensch da, welcher nun heutlich das Leben im Leib oft deutlich liebt, welcher das Deutsche im Neutralen echt deutsch eindeutet. Ich weiß, dass ich als Mensch deutsch denke. Das Tun Thilos ist das Denken, ist Analogie, ist das logische Wesen Einsehen, das im Deutschen deutlich dat. Das schöpf ich heute als einleuchtlichter Denker. Das weiß ich im Einmaldenken, so ich Worte lese im Artikel Urenkel, Erben und Dichter und Denker, die Herzenswünsche der Deutschen heute. Was schaffen wir heute? Ich sehe, was sind viele geschafft in einem Land, in dem Deutsch Muttersprache ist. Ich weiß, dass im Deutschen eine Weibmannsheilkraft ruht, welche Geschlechterung in Gutheit wendet, welche Geschlechtsgang in Gutgang wendet. Ich weiß, dass echtes Denken noch geächtet ist im Land der Denker. Frage 2. Dichter und Denker, was verstehe ich unter diesen Begriffen? Ups. Das Denken heilt das Wesen, das in Sprache gefangen ist. Philosophie ist Sprachtherapie, so weiß das Wittgenstein. Als analogischer Deutschdenker weiß ich, was das Wort Verstehen deutet. Nämlich im Stehen versteht, also im Wesensfluss stecken geblieben, also im Wesen versteckt. Ich weiß, dass Denker das lösen, was Dichtende in Gedichten verdichtet haben. Mathematiker sind ebenso Dichter. Denker fühlen das logische Wesen ein. Nietzsche schreibt, Logik irre ihr, Sophia, weiblich,
Wesen noch nicht entdeckt. Die Kunst, in Klammern gesetzt, arbeitet sehr selten mit Ausrufezeichen und Fragezeichen. Da sind sie da. Also Logik, ihr Wesen noch nicht entdeckt, Ausrufezeichen. In Klammern, die Kunst des eindeutigen Begrifffindens, Fragezeichen, Klammer zu. Nun, ich entdecke das Wesen Logik immer mehr. Heidegger heißt das so. Das Bedenklichste zeigt sich in unserer bedenklichen Zeit darin, dass wir noch nicht denken. Also Heidegger ebenso nein? Weil ja noch niemand denkt wohl, als Heidegger lebt hat. Das heißt das Satz, das Logos-Format. Frage 3. Woraus beziehe ich mein Wertegerüst? Welche Rolle spielt das Gedankengut der Dichter und Denker Zeit gegebenenfalls in diesem? Gutes Denken schöpft Weisheiten, was den Werten ein Ende macht. Die alten Tafeln sind noch unzerbrochen. Nachdem ich Nietzsches Zarathustra einlesen habe, fragte ich, wie ist es möglich, dass so ein Denkgut seit mehr als 100 Jahren im Menschen eingegraben ist, jedoch Universitäten noch möglich sind. Assoziationskette. Wer. Gewehr. Wehren. Wer. Wer macht. Wer macht das? Das Wort Wer schadet dem Menschen. Friedrich Nietzsche, die Umwertung aller Werte. Thilo Kaiser, das Eindeuten aller Worte. Was sind meine Wünsche, wenn ich über unsere Dichter und Denker nachsinne? Frage 4. Im Sinne, ich sinne ein. Thilo liebt das Deutsche, liebt das Schöpferkraft darin. Erschaffer sind erschöpfte Schöpfer. Jung schrieb einmal kurz und brutal, die Götter sind Krankheiten geworden. Ich arbeite am Allerheil. Thilo gehört niemand, also ebenso wenig ein Denker noch Dichter. Das Wort Unser deutet pluralistischer Dualismus. Welcher Menschen befällt, welche Gott, also das Wort, beim heißtem Namen falsch nennen. Also ebenso solche, welche Besitz annehmen. Unser ist ein besitzanzeigendes Wort. Wünsche haben Menschen, welchen was fehlt. Wünsche haben Menschen, welchen was fehlt. Wo bin ich und? Da. Wünsche haben Menschen, welchen was fehlt. Also welchen? Welche einen Fehler haben im Haben. So alle Menschen Nietzsche echt einfühlen, wandelt das Handeln immens. Das dynamisiert das Seel, das heilt das Seel, das Seel. Ich weiß, so alle Menschen das Deut im deutschen Wort klar einsehen, entkehrt das alles, was verkehrt ist. Frage 5. Steckt vielleicht auch in mir ein Dichter, ein Denker? Habe ich schon einmal solch ein Gefühl gespürt? Was habe ich gespürt? Wie habe ich es gespürt? Stecken, nein. Das Denken fließt im Ich los. Das Fühlen, das ich dabei habe, weist Spur, weist Fährte, ist eine spürlich gute Fahrt im Fühlen. So das Wort im Deutlichen allmählich einfleischt, macht das Seele heil. Was ich tue, heiße ich also Seelenheilwissen schöpfen. Ich arbeite an dem Seelheil Allah. Allah deutet alle Wesen im All.
Ich walte im mensionischen Ruf als Analogist. Als deutlicher Argumentist. Menschenargua. Menschargua. Ein Buch habe ich als argumentaler Analogist, als Logosophist schreibt. Am Anfang war das Wort, von der Wortheilung zur Weltheilung, das in 500 gedruckt ist. In 500 Stück schreibe ich hier noch hin. Das in 500 Stück gedruckt ist. Argumente, weil ich das Buch bei niemandem verlegt habe, sind, weil es eben da ist. Weil es eben daht, weil es eben daht. So daht verborgen ist, Kabbala, ist daht weg, ist daht weg. Im Verlagswesen sind daats verlegt, sind von Vertretern vertreten vertreibt. So Weisheiten verlegt sind, sind sie im literarischen Alphabetenchaos verloren. Also, welche Form gilt es schöpfen, welche echt gutes Schöpferwissen gut einflusst? Das Wort ist Schöpferkraft, allem was daht. Frage 6. Ein kleines Gedankenspiel. Durch einen tragischen Schlag erwachen eines Morgens die Deutschen und haben alle ihr Gedächtnis verloren. Keiner erinnert sich mehr an seine Gewohnheiten, seine Bücher. Kurz, alle Geisteskultur ist ausgelöscht. Ich als Einziger bin diesem Schicksale, Schicksale nicht erlegen. Und hätte, wenn ich möchte, die Gelegenheit, das Vermächtnis den anderen wieder nahe zu bringen. Was wäre mir dabei am wichtigsten? Da ich weiß, dass Gewohnheiten dem Wesentlichen schaden, da ich weiß, dass das Vermächtnis ein Nachlass ist, welcher nachlässig macht, da ich weiß, dass Kultur das Menschliche versklavt, weiß ich diesen tragischen Schlag in Anführungszeichen als sanfte Schicksalsstreicheleinheit, welche allen Tragödien ein Ende macht. Tragisch ist es, so Menschen Ertrag einscheffeln. Ich weiß, dass man alle Menschen, alle Laster, ich weiß, dass dann alle Menschen alle Laster entfesselt haben, so dass das Wesentliche in jedem scheine, keime, dass das Wesen aller steige. Ich weiß, dass dann alle Menschen alle Laster entfesselt haben. Bei diesem Streicheleinheitengang. Frage 7. Das Kulturerbe der Deutschen, Geschenk oder Bürde, warum? Das Erbe ist immer eine Bürde, eine Last, eine Nachlässigkeit. Manch Denker hat gutes Denkgut einschenkt, eingabt, sodass Mensch von Bürde löse. Frage 4. Meinem Kinde, dem Menschen, den ich am liebsten auf der Welt habe, welche Wünsche, welche Worte würde ich ihm in meiner letzten Stunde mitgeben? Als Denker weiß ich, so Menschen Liebe in Relationen funktionieren, verfällt Liebe. So ich einen Liebsten habe, heißt das, dass ich einen lieber habe als einen. Paracelsus weiß das als Sünde. Liebet alle. So Liebe in allen totalt, lieben alle, alle gleich im Meeren. Bis dann, heißt Antwort möglicherweise. Die Frage nun. Ich habe dem Lieben bis dann so ein Meer von Weisheiten eingabt, dass niemand den Tod fürchtet, dass niemand mehr im Wunsche verweilt,
dass niemand mehr im Stundentakt angemaßt ist. Das ist bei letzten Stunden so. Frage 9. Wenn ich in eine längst vergangene Zeit meiner Wahl, ja, wenn ich zu einem geschichtlichen Ereignis meiner Wahl reisen könnte, welches wäre dies und warum? Ich lebe gut im Moment. Ich weiß, dass ich in einer sehr interessanten Epoche lebe. Da Mensch allmählich wachheitet. Letzte Frage, 10. Frage. Was bewegt mich derzeit in meinem Innersten? Ich arbeite daran, dass alle Menschen Gott Kraft, Gott Weisheit, Gott Wesenheit, Gott Wissen im Worte deutlich im Namen einsehen. Heil aller Seele. Tschüss, bis dann.